riesiger Fußballschuh in den deutschen und französischen Nationalfarben schmückt den Ortseingang. Evian-le-Bain am Genfer See. Ein beschaulicher Kurort, in dem die deutsche Mannschaft abtauchen und Kraft tanken will. Während der gesamten Fußball-Europameisterschaft hat sie hier ihr Basislager. Trainer und Spieler logieren im Hotel Ermitage. Es wurde 1909 erbaut und liegt rund 125 Meter über dem Genfer See. Während der Euro 2016 ist das Hotel exklusiv für die deutschen Fußballer reserviert. Hoteldirektor Yannick Le Hec freut sich. Das ist für uns ein Zeichen der Anerkennung. So etwas passiert nicht alle Tage. Und ehrlich gesagt sind wir wirklich sehr stolz. Ein Vier-Sterne-Hotel mit vielen Vorzügen. Es ist sehr sicher hier, mit dem See auf der einen Seite und den Bergen auf der anderen Seite. Dann die Natur rund um das Hotel. Man glaubt, in einem Wald zu sein. Man kann die Vögel hören. Wir haben einen rund 15 Hektar großen Park. Und das Hotel selbst hat genau die Atmosphäre, die die Deutschen gesucht haben, mit familiärem Ambiente. Wir sind auf Familien ausgerichtet. Un environnement, j'allais dire famille, parce que c'est un hôtel très famille. Die Suiten für die Fußballer mit Blick auf den See oder den Wald. Yannick Le Hec zeigt den Weg ins Restaurant. Der Küchenchef des Hotels wird hier mit dem Koch des DFB zusammenarbeiten. La mission est de respecter. Die Spieler sind stark gefordert und wir müssen die gewünschten Mahlzeiten bieten. Die Deutschen sind Athleten auf hohem Niveau und sie müssen sich so ernähren, dass sie gewinnen können. Ganz einfach. Ob am Billardtisch oder an der Bar, für Ablenkung ist gesorgt. Im Hotel gibt es auch ein Hallenbad. Trainieren können die deutschen Spieler im Stadion Camille Fournier, nur einen Kilometer vom Hotel entfernt. Im Rathaus von Evian-le-Bain laufen die Vorbereitungen für die spannenden Fußballtage. Wir haben rund ums Thema Fußball an den Wochenenden viel Unterhaltung für Kinder und die Öffentlichkeit organisiert, während der ganzen Europameisterschaft. Oberhalb des Ortes kann man zuschauen, wie die Mannschaft trainiert. Direkt daneben haben wir ein Pressezentrum für ungefähr 300 Journalisten eingerichtet. Mit einer eigens kreierten deutschen Speisekarte will die Pizzeria im Ort die hungrigen Fans zufriedenstellen. Wir werden eine Bar mit deutschem Bier anbieten. Wir werden die Spiele so gut es geht alle hier übertragen und hoffen, dass unser Plan aufgeht. Die Europameisterschaft. Eine Gelegenheit, bei der sich Deutsche und Franzosen in Evian-le-Bain zwangsläufig näher kommen werden. Mir gefällt es, dass die deutsche Mannschaft hier ist. Dadurch entwickelt sich die Stadt weiter. Sehr erfreulich, denn hier fehlt es ein bisschen an Enthusiasmus. Mich interessiert das alles nicht, denn Fußball hat zu viel mit Geld und Geschäftemacherei zu tun. Über solche prestigeträchtigen Gäste können wir uns hier in Evian nur freuen. Das bringt Leben in die Stadt. Das verändert Evian ein bisschen. Interessant, hier eine internationale Mannschaft zu haben. Die Euro 2016 rollt auf die kleine Stadt zu. Und Evian-le-Bain hofft, dass es für das große Fußballereignis gerüstet ist.